Herzlich willkommen wieder. Ich war richtig fleißig und habe für euch nochmal was herausgesucht. Und zwar geht es heute um das Thema Abgasrückführungsventil. Und da möchte ich euch noch ein paar interessante Infos dazu geben und zeigen, wie das Ganze funktioniert, was es für Folgen hätte und so weiter und so fort. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ich versuche es mal richtig knapp zu halten. Los geht's. Wir fangen an mit dem Abgasrückführungsventil. So sieht das aus. Und zwar, es heißt AGR oder Abgasrückführungsventil. Manche sagen dazu auch EGR, das ist das Exhaust Gas Recirculation. Es ist nichts anderes wie eine Rückführung. Also die Abgase gelangen da rein und kommen wieder raus und werden quasi in den Brennraum geleitet. Was das für eine Funktion hat, wir senken durch die Abgasrückführung das NOx. Der Hintergrund ist der, durch weniger Sauerstoff sinkt die Verbrennungstemperatur und das böse NOx. Man muss unterscheiden, es gibt einmal eine externe und eine interne Abgasrückführung. Der Unterschied ist der, bei der internen Abgasrückführung werden quasi über die Ventilüberschneidungen, also wenn die Ventile aufgehen und zu, also schließen, machen wir Folgendes: Wir lassen den Motor eine Ventilüberschneidung durchführen, also beide Ventile sind offen und dann wird das Abgas, also dieses Auslassventil, später geschlossen und dadurch beim Herunterfahren vom Kolben saugt der Abgase also an und dadurch haben wir eine interne Abgasrückführung. Wir gehen jetzt nicht genauer darauf ein. Ich will euch die externe Abgasrückführung zeigen. Und ihr seht auch, man kann das Ganze öffnen. Das wird über eine Membran wird das geregelt. Und zwar gibt es hier dafür den Unterdruckanschluss über einen pneumatischen Druckwandler oder so ein Elektroventil. Wird dann Unterdruck draufgegeben und die Membran öffnet sich. Also man sieht hier die Membran und dann geht die Membran so auf. Also die wird dann so aufgedrückt. Leider ist sie auch nicht ganz zu. Das ist auch der Fehler bei dem Fahrzeug gewesen. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ist das relativ gut sichtbar, dass die Membran nicht ganz zu ist? Und durch das, dass sie hier nicht ganz zu ist, gelangen Abgase oder ungeregelt Abgase in den Brennraum. Was das zur Folge hat, wir haben geringere Leistung, wir haben Beschwerden bezüglich irgendwelcher Motorlampen oder es gibt sogar den Fall, falls dieses Abgasrückführungsventil nicht ganz schließt und immer offen bleibt, dann ist das Problem, dass die verbrannten Abgase beim Start wieder komplett zurückgeleitet werden und der Motor startet nicht. Zu viel Abgasrückführung bedeutet auch, dass wir ein Problem haben mit dem schlechten Motorlauf. Wenn wir zu viel Abgase zurückleiten, haben wir Zündaussetzer, einen schlechten Motorlauf, der Motor läuft unrund und haben dadurch ja keinen sauberen Leerlauf. So, dann zeige ich euch mal das nächste Modell. Die Abgastemperatur bei so einem Motor beträgt irgendwo 700 bis 800 Grad ohne Abgasrückführung und ja, so 400 bis 500 Grad, vielleicht 450 mit Abgasrückführung. Also wie gesagt, wir senken den Sauerstoffgehalt, den der Motor kriegt und senken dadurch das NOx und die Temperatur. Bei einem Diesel haben wir ungefähr eine Abgasrückführungsrate von 50% und bei einem Benziner ungefähr 20. Es ist jetzt aber auch gar nicht so wichtig. Es geht hauptsächlich darum, wie das Abgasrückführungsventil funktioniert und wie das Ganze ausschaut. Die Rückführung findet, wenn, dann im Leerlauf- und Teillastbereich statt. Bei den alten Motoren, bei den neueren macht man das auch sogar noch im Kaltstart, damit man den Katalysator vorwärmen kann. Das macht dann auch quasi eine zusätzliche Option ab dem Euro 4, wird das generell so gemacht. Und kommen wir mal auf das Bauteil zurück. Man sieht, dieses Ventil drückt auf einen Sitz und öffnet dann pneumatisch über diesen Unterdruckanschluss. Da. Das Ventil hat noch einen elektrischen Teil. Man sieht auch die drei Pins, da ist eine Spannungsversorgung und ein Potentiometer. Das heißt, dieses Abgasrückführungsventil wird überwacht. Das heißt natürlich nicht, dass dieses Ventil nicht überwacht wird. Es ist zwar rein mechanisch, aber
Wie wird das überwacht? Über die Luftmasse. Der Motor merkt, wenn er das Ventil ansteuert, dass eine gewisse Abgasrückführrate in den Ansaugtrakt gelangt. Wenn eine Abgasmenge in den Ansaugtrakt gelangt, haben wir weniger Frischluft und der Motor weiß, bei welcher Tastrate oder welcher Abgasrückführungsrate wir wie viel Abgase zurückleiten. Sagen wir, wir haben 50% Abgasrückführungsrate, also saugen wir bloß 50% Frischluft an. Und wenn das Verhältnis nicht passt, meldet das Motorsteuergerät einen Fehler. Hier wird das klassisch über ein Potti überwacht. Wenn wir da irgendwie ein Problem mit der Position haben oder elektrisch sonst irgendwie irgendwas klemmt, passt nicht, meldet dann der Potti eine falsche Position und ihr habt dann eine Fehlerlampe im Motorsteuergerät. Nochmal ein Abgasrückführungsventil mit einem Stellmotor. Ihr seht hier, so sieht das Ganze aus. Wir haben einmal einen Eingang und einmal einen Ausgang. Ihr seht, so sieht das Ganze aus. Da wird quasi auch über den Stecker, sieht man das? Ja, da ist ein Stecker und dann werden die Pins bestromt und mit einem Potti überwacht. Also das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Anschlüsse, über die wir dann das Ganze regeln können. Nichts Besonderes. So, jetzt kommt was ganz Großes. Hier sehen wir ein kombiniertes Bauteil. Das ist der Abgasrückführungskühler, also dieser Teil hier. Man sieht auch hier den Wasseranschluss. Hier ist der zweite Anschluss. Das ist der Stellmotor mit Potentiometer. Das sieht man hier, dieses große Bauteil. Und da sind auch noch ein paar Pins. Also sind insgesamt 5 Pins. Ja. Und hier noch pneumatisch eine Klappe. Da zeige ich euch nachher, was diese Klappe macht. Sie ist auch relativ schwergängig. Das ist auch unter anderem einer der Gründe, was da los ist. Hier sieht man den Eingang, hier den Ausgang. Schaut euch mal an, wie das Ganze aussieht. Da seht ihr mal, wie der Deckel aussieht. Da ist Wasser reingelaufen. Ihr seht die Oxidation. Man sieht es hier. Überall ist da Wasser reingelaufen. Die Kontakte sind schlecht. Da sind Widerstände drin. Da seht ihr, das ist eine Feder, das ist der Motor, der das Ganze verstellt. Ja, die Klappe der Abgasrückführung. Ich will nur gerade gucken, ob ich das so sehe. Er verstellt quasi dann ein Ventil. Sieht man das? Er hat eine Klappe oder ein Ventil, mit dem er dann das Ganze verstellt. Man sieht auch, dass das... Ja. So sieht der Mechanismus aus. Und dann wird das da verstellt. Was es mit dieser Klappe auf sich hat, und zwar folgendes: Diese Klappe regelt den Durchfluss. Entweder wir leiten die Abgase zurück ohne Kühler, oder wenn wir die umschalten, wenn die Klappe sich bewegen würde, ist natürlich schwer, durch den Kühler hindurch. Also ihr seht, das ist relativ ein großer Teil. Ich habe auch einen Abgasrückführungskühler, den ich da etwas zerlegt habe. Dann kann ich euch ein bisschen was dazu erzählen. Also ihr seht, die Abgasrückführungsgeschichte wird entweder pneumatisch, also man kann pneumatisch ihn ansteuern, oder elektrisch. Also diese Kombination gibt es. Alles andere ist mir jetzt noch unbekannt. Was ich noch euch zeigen wollte... Ich meine, so ein Ventil als Beispiel, gell, oder sowas, das kann man relativ leicht bescheißen. Also früher die alten Autos, da hat man eine Platte reingemacht und das Steuergerät hat das gar nicht gemerkt. Und heute kannst du das gar nicht machen, heute werden die Dinger überwacht und das ist gar nicht mehr so leicht, die zu bescheißen. Was wir hier sehen, ist ein zerlegter Abgasrückführungskühler. Hier könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Auf der einen Seite gehen die Abgase rein, also hier. Und auf der anderen Seite, also die werden quasi so S-förmig, laufen die durch. Das ganze Gehäuse ist wassergekühlt. Also man sieht kein Wasser innen drin, das ist quasi von Wasser umgeben. Also es läuft rein und kommt hier wieder raus und wird dadurch gekühlt. Dadurch hat man eine höhere Effizienz.
Und hier seht ihr diese Klappe. Diese Klappe, wo quasi das Ganze öffnet oder schließt. Ja, man sieht, also man hat zwischen hier und hier keine Verbindung mehr. Sobald die Klappe aufgeht, ja, hat man hier eine Verbindung. Also hinten rum. Und die Abgase suchen sich den leichtesten Weg und laufen quasi dann hier nach unten vorbei an dem Kühler. Und das ist pneumatisch angesteuert hier. Über diese Klappen. Hier seht ihr den Stellmotor, auch wieder mit 5, 6 Pins. Und das ist ein typisches VW 1,4 oder 2,0 oder 1,2 Liter Abgasrückführungsventil. Also ist ja auch egal, in was für ein Fahrzeug verbaut ist. Das Problem ist, hier seht ihr den Mechanismus, dass dieser Mechanismus klemmt. Also entweder schlagen diese Räder aus oder das Ventil verkokst und dadurch bewegt sich das Ganze nicht. Also das läuft relativ schwergängig und das muss eigentlich von alleine zurückstellen. Also von der Leichtigkeit her muss das alleine von alleine zurückstellen und das macht das nicht. Und das ist dann so die Problematik an den Ventilen. Hier zeige ich mal einen aktuellen Fall. Das sieht schon etwas komplexer aus. So sieht das ganze Gedöns aus. Wir haben hier auch ein Gehäuse. Hier ist der Abgasrückführungskühler. Hier ist ein Gehäuse mit einer Rückführung. Das geht dann an den Auspuff. Hier haben wir den Stellmotor, der ist auch mit so einem Schutz versehen, damit er nicht zu heiß wird. Dann die Wasseranschlüsse. Die sieht man hier, so ein Deckel drauf. So, und bei dem ist es ganz interessant. Und zwar hat der Kunde schon mehrere Sachen unternommen und das hat alles nicht zum Erfolg gebracht. Jedes Mal steht im Fehlerspeicher Partikelfilter Wirkung ungenügend, also der Partikelfilter arbeitet nicht richtig. Und wie merkt das das Auto? Bei dem Auto gibt es einen also Motor. Ich zeichne euch mal da was auf. Da gibt es sozusagen den Motor. Das ist der Motor. Dann geht's weiter. Das ist ein Oxidationskatalysator und das ist ein Partikelfilter und dann geht es weiter in einen SCR-Cut. So, und der SCR-Cut wird überwacht mit Sonden, also sind noch weitere Sonden und der SCR-Cut meldet andauernd, dass der Partikelfilter schlecht arbeitet. Also irgendwas passt mit den Abgaswerten nicht. Der Kunde hat schon den Partikelfilter gewechselt. Abgasrückführungsventil. Also das ist ja nur der Kühler gewesen, dieses große Bauteil. Das ist ja nur der Kühler selber. Das ist ja nicht das Ventil. Das Ventil sitzt woanders, das sitzt weiter oben. Das ist schon auch richtig toll, wie das Ding verbaut ist. Da kommst du ja so super hin. Ich zeige euch mal ein paar Bilder, was da so alles raus muss. Wie das Ganze aussieht. Und wenn wir den jetzt zerlegen, so wird die Schelle aufgemacht. Opa, der fliegt schon auseinander. Könnt ihr sehen, dass da so Ablagerungen sind. Also man sieht das auch hier mit der Flüssigkeit. Sieht man das schön hier? Da ist eine Flüssigkeit. Ja? Der Abgasrückführungskühler ist undicht, intern. Ist undicht. Und durch die Undichtigkeit verschlechtert sich das Abgas, weil es etwas verbrennt, was nicht in den Abgas gehört. Und der SCR-Cut, also quasi die NOx-Sonde, merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist natürlich richtig fies, weil du siehst natürlich dem Ding nichts an. Also man kann da auch noch da reinsehen, in die Klappe. Also schon eine Klappe, wo noch aufgeht. Und da drin ist es auch relativ grünlich von den Abgasen hier. Und der große Nachteil der Abgasrückführung ist, dass ihr diese ganze Verkokung, den ganzen Ruß, saugt der in der Ansaugbrücke an, die setzt sich auch zu. Und da gibt es auch manchmal Leistungsprobleme, Bezug auf Luftmassenmesserfehler und so weiter und so fort, Verschmutzungen, Ventile klemmen und so weiter. Also ist ein hartes Ding, mit dem der Motor kämpfen muss. Und ich zeige euch mal eine andere Geschichte. Diese Geschichte nennt sich Niederdruckabgasrückführung. Das ist ein Elektromotor. Da ist auch ein Anschluss. Ihr seht, da ein paar Anschlüsse
5 Anschlüsse, wird überwacht und das ist ein Auspuff. Da ist eine Drosselklappe drin. Ich mache euch mal das Licht an. So. Da ist eine Klappe drin. Kann man die bewegen? Oh, die ist relativ fest. So. Und ihr seht, da ist eine Klappe drin. Und dann wird der Auspuff quasi mit der Klappe fast geschlossen oder vollständig geschlossen, je nachdem. Da gibt es unterschiedliche Stellungen. Und der Unterschied zwischen Niederdruck- und Hochdruck-AGR ist der, wenn das der Motor ist, Motor, dann haben wir hier einen Krümmer, wo zusammenläuft. Und hier beispielsweise einen Turbolader. So, und dann kommt hier der Auspuff. Und dann kommt hier so eine Klappe. Klappe. So, und Hochdruck heißt, das ist zwischen Motor und Turbolader, das ist Hochdruck, Hochdruck. Und wenn das hier verschlossen ist, ist es Niederdruck. Das ist die Erklärung, dass ihr solche Begrifflichkeit mal gehört habt. Genau. Ja, das war jetzt relativ spannend und interessant. Ich habe euch sehr viel gezeigt in diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Falls ihr irgendwelche Fragen noch habt oder irgendwas noch offen wäre, ich versuche es, wie gesagt, etwas grob zu erzählen und vielleicht nicht so weit ins Detail zu gehen. Klar könnten wir auch vielleicht mal separat irgendwie ein Video starten, aber gebt mir einfach ein Feedback. Falls ihr Fragen habt, postet was dazu oder schreibt mir irgendwie was. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet ein. Bis zum nächsten Mal.